Servus zusammen und recht herzlich willkommen. Wir spielen wieder den LS22 und wir sind auf der Deichhof und es ist ein wunderschöner Morgen im Januar. Freunde, die Arbeit wartet auf uns und deswegen werden wir jetzt mal aufstehen hier aus dem Strandkorb heraus und werden uns jetzt mal langsam begeben zur Arbeit, denn heute ist der Tag der Tage. Wir wollen endlich Cash machen. Ich gebe zu, ich habe schon im letzten Monat ein bisschen Geld verdient, aber jetzt kommen eher so die großen Sachen, die großen Momente. Wir verkaufen zum Beispiel hier unsere Sandwiches und ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht vollgeladen. Aber wir fahren direkt mit dem Lizard rüber zu unserem Strandkiosk, denn da kriegen wir relativ gute Preise. Dann haben wir hier rechts unsere Silageballen. Die sind jetzt auch fällig. Und ich muss aufpassen, dass ich da jetzt nirgends hängen bleibe, denn so sieht man eigentlich gar nichts. Und dann will ich auch noch hoffen, dass mir diese Folge hoffentlich nicht abstürzt. Das wäre Worst Case und das hätte leider auch zur Folge, dass wir hier die wunderschöne Deichhof-Map wohl ad acta legen müssen. So, da vorne ist der Deich, dort vorne ist der Leuchtturm und dort vorne ist auch die Strandpromenade, die wir nehmen werden zum Strandkiosk. Ja, wir müssen ein wenig vorsichtig sein. Wir haben da, glaube ich, ein bisschen überladen. Machen wir doch, glaube ich, besser noch die Rodunken-Leuchte an. Safety first, würde ich sagen. Und dann bringen wir das Ganze hier mal zum Verkauf und hoffen, dass wir uns jetzt langsam aber sicher hier aus den Miesen arbeiten. Ein wunderschöner Januarmorgen, Leute, hier fast wolkenfrei. Die Sonne scheint. Und das ist doch ideal, um hier Material zu verkaufen. So, wir sind da und jetzt bin ich gespannt, was es gibt. Milady? So, Dele. Und wir haben ja auch noch ein bisschen Ertragsbonus. Jo, 14.000 plus 1.700. Das müssten, glaube ich, 11% sein, oder? Ja, natürlich. Bitte speichern. Safety first auch hier. Dann schauen wir mal ganz kurz rein. Ertragsbonus 11%, wie ich mir dachte. Dann bringen wir noch schnell zwei weitere Paletten weg. Und dann schauen wir, dass wir hier richtig Geld machen. Weiter oben hier die Straße ist dann ja auch, ja, die Silage-Verkaufsstelle. Jetzt können wir hier auch hier aus der Innenansicht wieder fahren. Jetzt sehen wir wieder was. Ups, Vorsicht. Ja, ich wurde ja letztens gefragt, wie lange spielst du eigentlich noch den LS22? Ja, um ehrlich zu sein, solange es mir Spaß macht. Und solange es, ich sage mal, keine adäquaten Maps wie die Deichhof, wobei man aber schon sagen muss, mittlerweile revidiere ich hier meine Meinung. Also die beiden Maps, die da auch mitgeliefert sind, und ich rede jetzt nicht von der Zilonka, aber die nordamerikanische und die asiatische sind so schlecht nicht. Also die ist viele, viele, viele schöne kleine Details. Schöne Orte, die man da entdecken kann. Aber ist natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache. Will man dann eben eine nordamerikanische oder asiatische spielen? Ich sage mal, auf ein längeres Projekt hin. Da muss man sich eben anschauen. Auf jeden Fall freuen wir uns alle mit Sicherheit auf die ersten Maps, die dann kommen. Vom Kalle oder vom Yogi oder wie sie alle heißen. Black Sheep Modding oder. Ich will jetzt, kann jetzt auch nicht alle nennen. Aber wir freuen uns darauf und wir dürfen gespannt sein, wann und welches die erste Map sein wird, die im Mod-Hub dann veröffentlicht wird für den LS25. Jo, und in der Zwischenzeit werden wir uns hier, sage ich mal, auch noch mit dem 22er beschäftigen. Da haben wir ja noch ein paar schöne, schöne Projekte am Start und die wollen wir natürlich auch noch gerne vorantreiben. So wie eben hier auch die Deichhof, wo wir ja vor kurzem den Schweinestall gekauft haben. Wir sind in die Textilproduktion eingestiegen. Und da gebe ich zu, da habe ich ein bisschen aus Not heraus auch schon mal die ersten Klamotten verkauft, die ordentlich Geld gebracht haben. Nicht den besten Preis, den gibt es ja, glaube ich, erst im April. Aber trotzdem hat es sich gut gelohnt. So kann man aus der Wolle wirklich was machen. Wir umgehen ja im Prinzip hier auf der Map diese Zwischenproduktion von Stoffen, sondern wir können hier sofort Kleidung herstellen. Und die Wollproduktion ist ja gut am Start.
Okay, so, danach haben wir, was hatten wir denn noch danach? Ich überlege gerade, wir können natürlich mal schauen, wie weit es auch mit den Eiern ist von den Hühnern. Wir können natürlich mal schauen, neben der Silage, was haben wir sonst noch? Ich überlege die ganze Zeit, Brot. Brot können wir natürlich auch noch wegbringen. Aber da haben wir auch nicht mehr so viel, da war ich auch schon etwas schnell im Dezember unterwegs. So, dann hat uns das summa summarum doch fast 30.000 eingebracht, die Sandwiches. Wir gucken mal kurz in den 123. Ich denke, wir können hier ordentlich wieder was zurückzahlen. Sagen wir auf 130. Also Ziel muss es einfach sein, dass wir wieder auf Null rauskommen, wenn sozusagen die Saatsaison oder es in die Aussaat geht. Ich meine damit auf jeden Fall den März und den April. So, dann kümmern wir uns noch ein kleines bisschen um unsere BGA. Ich habe gesehen, es gibt Mist. Dann sammeln wir den Mist ein. Auch bei den Schweinen gibt es schon den ersten Mist. Nicht viel, aber ihr wisst ja, auch Kleinvieh macht Mist. Und das Ganze kippen wir in die BGA, sodass auch da die Produktion schön weiterläuft. So, den hier, den fahren wir jetzt hinten rum. Ich habe auch mittlerweile, was hier die Gewächshäuser angeht, ja, ein kleines bisschen faul, wie ich bin, habe ich das jetzt umgestellt. Wir verteilen jetzt also Mehl, Salat und Tomaten werden jetzt im Moment automatisch verteilt. So, jedenfalls im Moment, damit auf jeden Fall die Produktion auch schön zügig läuft. Warte, wir machen mal die Rundumkennleuchte aus. Sehr schön. Wo müssen wir hin? Zu meinem geliebten Lindtruck. Den Anhänger habe ich mittlerweile auch ein bisschen gepimpt auf 12.000, damit wir nicht mehr ganz so oft fahren müssen. Damit wir nicht ganz so oft fahren. Ah, wir haben da noch Silage drin. Noch ein Stück zurück. Sehr schön, dann gehen wir mal los, holen Mist. Gülle lassen wir noch außen vor. So. Wie viel Mist kriegen wir denn da rein? Ja, sehr gut. Da haben wir, das dürfte relativ gut passen. Ich glaube, bei den Schweinen haben wir so um die 1500 bis 1800 Liter. Da kriegen wir hier tatsächlich den Anhänger voll. Das ist natürlich fantastisch. So, da haben wir noch zwei Brotpaletten. Und dann schauen wir gleich mal, wie es bei der Wolle aussieht. Ja, ich denke, das lohnt sich noch nicht. Nein. Unser Grasfeld hier zur Rechten, das wird ja dann in der nächsten Saison unser großes Maisfeld. Und wir holen jetzt mal zum ersten Mal Mist bei den Schweinchen ab. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie fahren wir denn da am geschicktesten rein? Rückwärts, oder? Ja, geht schon. Hervorragend, 99%, das hat sich ja idealerweise gelohnt. Dann werfen wir mal einen kurzen Blick rein. Ja, hervorragend. Wie viele Tierchen haben wir denn? 21, ja stimmt, 15 und 6. Jupp, hervorragend. Ja, die fressen uns zurzeit noch nicht die Haare vom Kopf. Das hält sich zum Glück alles noch in Grenzen. So. Ja, mein geliebter Lindtruck, der ideale Hofschlepper. Ja, alte Gewohnheiten sollte man nicht ablegen. Ja, ich glaube, den Schafen müssen wir auch schon wieder was bringen. Mittlerweile sind es dann doch so viele, dass wir da jeden Tag was einwerfen müssen.
Dann rückwärts die Rampe hoch und 12.000 Liter Mist rein und die Produktion angeworfen. Sehr gut. Dann schauen wir mal. So, ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile immer auf 5 Minuten. Ist schon ein bisschen heftig. Okay, Produktionen. Produktionen haben wir hier unten und Mist werfen wir an. Silage ist noch genügend drin. Ja, das tut, das tut. Ja, ich denke, eine Wagenladung können wir noch einwerfen. Das kann nicht schaden. Und dann geht's los. Und dann werden wir Ballen verkaufen. Dazu müssen wir dann den Strautmann hier wieder umbauen. Am hofeigenen, an der hofeigenen Werkstatt. Und bei Gelegenheit wäre es auch sinnvoll, dann mal die Geräte hier zu putzen. So, Befüllung starten. Wie viel Silage haben wir denn noch? 186. Oh ja, das reicht uns noch lange, lange, lange. Ja, da kommen wir durch. Da kommen wir durch. Auch mit dem 12.000. Ich freue mich ja so dann wieder auf den Sommer, wenn es wieder auf die Felder rausgeht und wir da wieder richtig zu tun haben. So. Es ist und bleibt einfach eine schöne Sache. Der Kalle baut seine Maps immer so, dass man schön im Kreis fahren kann auf dem Hof. Ja, da gibt es andere Kollegen, die bauen gerne mit Sackgassen. Gell, Yogi? Da wird es dann schon etwas schwieriger. Mal einen Schluck trinken. Hervorragend. Jetzt schauen wir mal, was bringen uns denn jetzt die Silageballen? Brot mit Käse haben wir verkauft für fast 5.000. Imbiss am Badestrand. Dann gucken wir mal. Ja, dann gucken wir mal. Silage müsste doch hier sein. Da kriegen wir im Moment 376 bei der Heuscheune und 356. Also einen guten, guten Preis, der auch weiterhin steigt. Sehr schön. Dann bringen wir mal ein paar Ballen weg. Ja, die Mühle hat leider nichts mehr zu tun. Alles, was wir noch an Getreide haben, Weizen und Gerste, das behalte ich mal für unsere Hühner. Und wenn wir schon gerade hier sind, können wir natürlich auch mal schauen, wie es da aussieht. Ja, okay, 3 Paletten, jetzt ist es nicht so üppig. Die können wir auch ein anderes Mal verkaufen. Okay, umbauen und zwar wieder zum Ballen Autoload. Da bin ich jetzt mal wieder, ich sage mal, faul und nutze die Features, die es gibt. So, los geht's. Denn wir haben so viele Ballen wegzubringen. Da nutzen wir doch mal auch das Autoload. Das ist eben das Schöne hier an dem Anhänger. Da haben wir so sämtliche Freiheiten, die wir gerne haben. So, Rundballen Stroh, Rundballen Silage, 5.500. Und dann haben wir nochmal hier 25.31. Genau. Also dann erstmal die hier alle raus. 8 Stück. So, dazu umstellen auf Transportstellung. Arbeitsmodus Pro. Wir müssen den Arbeitsmodus umstellen. Genau. Und dann müssen wir, glaube ich, auch noch... Ja, geht es jetzt schon. Entladerhelfer natürlich auch an. Wobei, ich glaube, das bräuchten wir gar nicht da, wo wir verkaufen. So, da gehen noch 2 drauf. Huch, falsche Richtung. Gras. Ach, das ist noch Gras. Jetzt hier haben wir Silage. Hä? Ach, die sind alle noch Gras. Die sind noch gar nicht so weit. Ja, da müssen wir mal gucken. Am Ende der Folge. So. Die 2 nimmt er noch. Okay, aber das müsste doch Silage sein, oder habe ich mich da jetzt verguckt? Ach, das zeigt er jetzt nicht an, gell? Und er zeigt es ja unten natürlich nur als Strohballen an. Okay, so, los geht's. Oh, huppel, huppel. Auch da fahren wir
Nee, da machen wir es schon richtig. Da fahren wir über die Straße. Da fahren wir jetzt richtig über die Straße. Und nicht die Uferpromenade. Oder die Deichpromenade, was es ja eigentlich mehr ist. Das Ufer ist ja auf der anderen Seite vom Deich. So, jetzt hier links. Rechts ist frei, links kommt was, aber das passt soweit. Hervorragend, los geht's. Tempo 70 werden wir nicht schaffen. Tempomat rein. Und dann bin ich mal gespannt, was uns diese 10 Ballen bringen. 55.000. So, hier geht's rein. Jetzt muss ich nochmal kontrollieren, bevor ich wieder was Falsches gesagt habe. Bestimmt habt ihr es wieder gesehen. Aber Heuscheune, nee, das ist natürlich schon hier. Biogasanlage und Heuscheune, hier ist doch die Heuscheune, oder? Ja, schauen wir mal auf die Karte. Hier oben. Heuscheune, passt sehr gut. So, das heißt jetzt Ballen entladen. 21.000, hervorragend. Plus natürlich den Umweltbonus. Entladen, beenden. Wir fahren wieder zurück zum Hof. Tja, und jetzt hatte ich eigentlich gedacht, dass wir noch ein paar Silageballen mehr haben. Aber so wie es aussieht, nicht. Wann haben wir denn die eingelagert? Die müssten doch längst fertig sein. Oder die haben wir doch vor 2 Monaten schon eingelagert, im November, Dezember, Januar. Ja, vielleicht im Laufe des Tages. Wir werden mal einen rausholen. Dann schauen wir einfach mal, wie weit er ist. Und dann sehen wir ja, wann es weitergeht. Ne, hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Hier geht es rechts zum Feld. Hier vorne ist natürlich die Einfahrt zum Hof. Zum wunderschönen Deichhof auf der Deichhof Abendfrieden. Sudele, klein, beschaulich, überschaubar und trotzdem gibt es hier jede Menge zu tun. So. Jo, unsere Gerätschaften. Dann lass mal sehen. Okay. Dann lassen wir mal einen Ballen raus, einen Ballen Gras. Da haben wir noch einen Ballen Silage. Hä? Okay, einen Ballen Gras. So, was zeigt er mir denn an? 98%. Okay, das wird heute noch. Das wird noch. Sehr schön. Dann überlege ich jetzt gerade, dann könnten wir ja auf jeden Fall noch mal ein bisschen Brot wegbringen. Die 2 Paletten vielleicht. So, dann stellen wir hier den Motor ab. Wo können wir Brot hinbringen? Brot, 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 Brot. Brot haben wir hier. Imbissstand. Landhandel. Ja, die bringen wir schnell auch zum Imbissstand. Bringt auch noch mal ein bisschen Geld. Die 2 Paletten, dann sind die auch weg. Huch. Sodele. Es geht halt nichts über einen richtig guten Stapelgabler. Na, noch ein bisschen. Und ab die Post. Dann nochmal los. Jo, heute haben wir richtig Cash gemacht. Und da muss noch ein bisschen mehr gehen, denn die 25 Ballen, die da noch da drin sind, jo, die werden auf jeden Fall heute noch fertig. Und dann werden die verkauft und dann haben wir hoffentlich wieder richtig Geld auf dem Konto. Natürlich interessant und spannend wird das ganze Thema dann, wenn wir unsere Kleidung verkaufen. Da gibt es dann halt bis zu 18.000 Euro für 1.000 Liter.
Da kommt halt auf jeden Fall auch ein bisschen was rum. Ich habe auch mittlerweile einen Stapler an der Produktion platziert. Den habe ich natürlich auch nur geliehen. Denn wir müssen natürlich die Paletten ja auch irgendwie versorgen. Wir könnten natürlich das Ganze auch direkt verkaufen, aber dann nehmen wir natürlich nicht die besten Preise mit über das Jahr. Deswegen auf jeden Fall. Ups, Herr Kollege. Schnell auf den Deich. Und deswegen auf jeden Fall die Paletten schön behalten, damit wir das auch steuern können, wann wir das Ganze verkaufen. So, da geht noch ein bisschen Brot raus. Für 6.000 und paar zerdrückte, ja. Bingo, bestens. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das wäre es mal wieder gewesen für eine Folge Deichhof-Abendfrieden, die zum Glück, so wie es aussieht, auch durchgekommen ist. Wieder mal 20 Minuten LS22. Wir machen hier weiter. Bald demnächst natürlich mit den nächsten Verkäufen, mit der Tieffütterung. Und dann geht es auch ins neue Jahr rein mit unseren Feldern. Und am Ende des Jahres freue ich mich schon drauf, werden wir hier auf dieser Map auf jeden Fall noch eine Runde Mais häckseln. Also, vielen, vielen Dank, Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr den LS22 immer noch toll findet und hier Folgen sehen wollt, dann gerne ein Däubchen, noch schöner ein Abo, würde mich freuen. Und an dieser Stelle wie immer, tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.